Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkness and Flame, Missing Memories. Ich musste mal eben einen Moment überlegen, was wir hier eigentlich spielen. So, wir machen das hier mal auf. Wo gehst du nochmal hin? Zur Mine, ne? Ah, ja. Ganz offensichtlich. Schön. Was haben wir denn hier? Finsternis. Das ist der Name des seltsamen, dunklen Schattens, der aus dem Himmel gefallen ist. Wie sich das anhört. Im Wind tanzend, durch alles, jeden fliegend, kann es jede mögliche Form annehmen. Es kann aus dem Nichts auftauchen und, nee, nicht und, nur um Sekunden später wieder zu verschwinden. Ah ja, okay. Es ist nur ein Schatten. Was? Es ist nicht nur ein Schatten, oh Gott, sondern ein lebendes Wesen mit seinen eigenen dunklen Bewusstsein, das Gedanken beeinflussen und Menschen kontrollieren kann. So wurden Diener der Finsternis erschaffen. Die Person, die vor dir stand, war nicht länger dein Vater, Freund oder Bruder, sondern wahre Boshaftigkeit. Du kannst sie an ihren dunklen Venen und schwarzen Augen erkennen, die keinerlei Emotionen zeigen. Die Diener der Finsternis brauchen weder Essen noch Schlaf. Sie sind ein vereinter Verstand und können miteinander kommunizieren, egal wie weit entfernt sie sind. Mit jeder Person, die die in den Bann gezogen wird, verbreitet sich die Finsternis weiter und somit auch die Armee. Gruselig. Okay, sehr schön. Geh mal weg da. Danke. Was haben wir hier noch? Die Schienen sind kaputt und ein Teil fehlt. Und hier haben wir eine Zange. Ja. Okay. Ich brauche einen Hebel, um die Schienen zu bewegen. Ist hier noch was anderes? Nee, ne? Ja, ist gut. Machen wir. Ach, hier, guck mal. Ich habe was gefunden. Einmal Benzin. Schienenteil. Aber kein Hebel. Können wir das hier schon ransetzen? Ich muss die Schienen verstärken. Ja, okay. Ach so. So wohl eher nicht. Was haben wir hier noch? Da haben wir Verankerung. Das können wir bestimmt als Hebel nutzen. Wir können eine Fackel machen, aber jetzt brauche ich einen Lappen. Ich habe keinen Lappen. Aber irgendwas kann ich hier machen. Trotz alledem. Ich habe aber nichts. Hier Benzin. Ach so, okay. Nee, ist schon in Ordnung so. Wir brauchen tatsächlich erstmal den Lappen. Und das war's schon mal damit. Das ist sehr schön. Schade, ich habe eigentlich gedacht, wir können das hier als Hebel nutzen. War doch so, ne? Wir brauchen noch ein. Ja, genau. Okay. Nein, da will ich doch gar nicht hin. Haben wir hier noch irgendwelche Gegenstände, die wir sammeln können? Sonst ist hier nichts, ne? Okay. Ach so, was ist denn das hier? Ich dachte, da könnte ich vielleicht hin. Oder auch nicht. Zange, Buch, Messer. Vielleicht können wir mit der Zange hier ran. Ach, da haben wir den Hebel. Wunderhübsch. Und den Lappen. Yay. Dann gehen wir hier mal wieder rein. Die können wir, glaube ich, gleich. Ist völliger Quatsch, was ich jetzt gemacht habe. Können wir bestimmt hier anzünden. Ja, nimm mal mit. Eine Fackel. Trägt sie einfach so in ihrer Tasche mit sich rum. Nein, sowas. Hier ein Hebel. Ja. Und was jetzt? Da ist es stockdunkel. Ich muss den Weg erleuchten. So. Und los!
There it is, the isolated island. How can we get there? Ja, Fragen über Fragen. Wie wär's denn damit? Allerdings sollte man das vielleicht ein bisschen besser herrichten, bevor wir es nutzen. Da scheint etwas unter den Algen zu sein. Wieso nicht? Er macht doch weg. Willst du nicht? Das will sie nicht. Ein Sammelobjekt haben wir gefunden. Haben wir hier noch ein Chameleon-Objekt oder sowas? Das sieht so einladend aus, ne? Kann ich aber leider gar nicht ran. Da ist ein Chameleon. Ein Schmetterling. Hallo. Okay, was haben wir hier? ich brauche einen Mast. Und wo finde ich den? Ja, keine Ahnung. Hier anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und hier geht's weiter. Gewicht. Oh nein, Mizi. Bats, was machst du denn? So, und jetzt? Was ist das? Ein Segel. Ah ja, sehr schön. Dann haben wir das auch schon mal. Hier haben wir ein Paddel oder ein Ruder. Ach, meine Güte. Ja. Ich könnte den Fisch bunt bemalen. Aber ich brauche den Pinsel. Ich habe keinen Pinsel. Da haben wir noch ein Objekt. Warte mal, das war die Kiste. Was haben wir denn hier noch? Da. Ausgezeichnet, ein Mast. Aber es ist festgenagelt. Ja, besser ist das. Einsame Insel. In den Gewässern des ewigen Meeres kann eine Insel gesehen werden, nicht weit von der Küste entfernt. Ja, okay. Sie ist einer der wenigen Orte auf dieser Welt, auf der Leben besteht, mit üppigen Bäumen und sauberem Wasser. Aber die Insel ist unbewohnbar. Der Grund dafür ist nicht nur die geringe Größe, aber auch ein spezieller Pilz, der dort wächst. Die Spuren dieses Pilzes können Menschen wahnsinnig machen, wenn sie nur lange genug auf der Insel bleiben. Kein Wunder, dass selbst die Finsternis diesen Ort gemieden hat. Naja. Na bravo. Und wir wollen dahin. Goodie, ich habe, glaube ich, gerade gar nichts, ne? Was ich dafür nehmen kann. Tür ist abgeschlossen. Toll. Und was machen wir jetzt? Wie komme ich da jetzt ran? Vielleicht können wir hier mit der Hake. Ganz ehrlich, aber nein. Ich sag mal nichts. Hier ist ein Schlüssel. Können wir das hier schon ablegen? Nee. Er will erstmal den Mast haben, ne? Okay. So, ich gehe davon aus, der Schlüssel ist für diese Tür. Ja, einmal öffnen, bitte. Das habe ich mir gedacht. Look, there's a nail puller in the basket. We need it to finish the raft we'll use to get to the island. Ja. Ein Fischemblem brauchen wir erstmal. Eins nach dem anderen, mein Freund. Eins nach dem anderen. So schnell bin ich doch hier gerade nicht. So, hier haben wir erstmal einen Hammer. Hier fehlt uns noch etwas. Auf jeden Fall. Ey, ich brauche einen Schlüssel. Was haben wir hier noch? Wieso ist er nicht daran? Will er nicht? Will sie nicht? Ach, hier, guck mal. Was ist das? Ein Fischauge. Das ist ja lecker. Nee, hier möchte ich nicht ran. Nägel, okay. Da. Bitteschön. Was? Ich brauche den Schlüssel. Ja, nimm ihn dir doch einfach. Willst du nicht? Hast du Angst, dass du dir weh tust? Ist das jetzt ernst? Ist das ernst? Oder drücke ich gerade einfach nur falsch? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns erstmal, lass das. Wir gucken uns erstmal die anderen Sachen an. Ich brauche hier so ein Brettchen. Wo haben wir? Da! Muss ich das noch festnageln? Wahrscheinlich.
Okay, sehr schön. Was ist das? Ein Schlüssel. Ein Schlüssel für was denn bitte? Für was brauche ich denn diesen Schlüssel? Hierfür nicht. Hierfür vielleicht? Warte, gib mal. Hier. Mann, jetzt nimm das da raus. Brauche ich einfach noch so einen Faden? Ehrlich, ey. Die ist ja knuddelig. Okay, ja, wo habe ich denn so einen Faden? Keine Ahnung. Ach, hier können wir ja auch noch. Warum können wir hier noch ran? Hier ist aber nix. Aua, warte mal. Ich muss den Haken mit dem Langstab verbinden. Mit welchem Langstab denn bitte? Ich habe keinen Langstab. Ich habe einen Haken. Ach, hier. Hä, will die mich jetzt verkohlen? Oder muss ich das erstmal noch finden? Wahrscheinlich, ne? Ach ja. Wo finden wir hier denn noch was? Hier gibt es auch noch was zu finden. Ach, da sieh mal an. Gucke mal. Ist es jetzt? Nein, im Zimmer noch nicht. Keine Chance. Ich verstehe. Danke. Goodie. Und dann kriegen wir jetzt auch den Hammer. Ist ja nicht so, dass wir eben schon einen hatten, aber naja, es muss wohl ein spezieller Hammer sein. Jo. Meins. Danke. Ich muss die Nägel hämmern. Ja, und wo hast du den Hammer jetzt gelassen, Schätzchen? Das ist doch nicht ihr Ernst, ey. Entschuldigung. Aber da muss ich jetzt doch mal eben lachen. Das ist... Ah, okay. Alles klar. Warum hast du nicht einfach den Hammer behalten? Okay. Und das Seil und dann hier. So. On the island at last. Now, where might the dungeon be? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ihr solltet es besser schnell finden. Ich finde, es sieht aber hübsch hier aus. In der Falle könnte etwas nützlich sein. Ich muss sie gut festhalten. Wir haben leider gerade nichts. Hier ist was, ein Rohr. Was brauchen wir hier? Da brauchen wir ein Auge. Was haben wir hier noch? Medium-Objekt. Hier können wir hoch. Mit dem Rohr kann sich ja nichts anfangen, ne? Ne. Will sie nicht. Was ist hier? Da kann ich nicht durch. Ach was. Dicke, würdest du bitte nicht mit dem Mikrofonständer kuscheln? Ich glaube, das ist nicht so gut. Da ist sie weg. Okay. Bei Dicke handelt es sich um meine Katze. Ach du, meine Güte, na, das ist ja... Etwas fehlt. Ja. Ist gut. Oh. Wie bekommen wir den Adler da raus? Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Der Stein ist zu schwer, ich brauche einen Hebel. Im Rohr nicht? Du? Nein? Da oben habe ich was gesehen, da oben habe ich was gesehen. Gib her. Danke. Hm, okay. Stein kommen wir nicht ran. Was liegt denn da drunter? Ein Messer? Von hier aus sieht das aus wie so ein Messer. Was haben wir hier noch? Ein Rippenspreizer. Da haben wir noch was. Tja, was mache ich damit? Willst du den? Nein. Können wir hier? Nein. Dann können wir vielleicht eventuell hier was damit anfangen.
Ich habe einen Pinsel gefunden. Ist das nicht toll? Wo war denn das hier? Bemale die Fische so, dass kein Fisch mit der gleichen Farbe nebeneinander ist. Ja. Kriege ich den Pinsel auch? Ach so. Okay. Malen wir erstmal den hier gelb. Dann ich mache einfach mal eben irgendwie, keine Ahnung. Machen wir erstmal den hier. Dann den hier. Und dann machen wir den hier blau. Dann würde ich den hier grün machen. Grün, dann den hier blau. Und den hier gelb. Den machen wir mal rosa. Den machen wir grün. Und beim letzten hapert das bestimmt. den machen wir blau. Oh, oder ist das doof? Mach mal den. Nee, warte mal. Mach mal den hier blau. Und den hier. Machen wir, glaube ich, lieber so. So, gelb machen wir den. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist nicht ganz so einfach ist. Den machen wir auch gelb. Oder machen wir vielleicht lieber den hier gelb. Den hier grün. Den so. Danke. Eine Angel. Was soll ich denn mit einer Angel? Das ist ja hübsch. Was mache ich damit? Da habe ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Okay, geh mal da wieder hin. Was soll ich mit einer Angel? Ich dachte, da oben wäre noch hier so ein Gegenstand. Hier kann ich hier irgendwas angeln? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass wir da... Bei dir? Nein. Das hat mich jetzt auch irgendwie gewundert. Hier brauchen wir die Gewichte. Oder ist das gar nicht für hier? Was haben wir denn noch auf der Karte? Oder haben wir noch Objekte? Hier haben wir noch etwas. Ach so. Dies habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Fisch. Ach, das ist bestimmt für den Piepmatt. Warte mal. Guck mal. Danke. Wir sind hier für, ne? Et voilà. Sehr schön. Colin, oh. Look. Guards. They look just like the soldiers who killed my father. Shh. Quiet. Go back. We must find a way to distract them. Ein Weg zum Verlies. Tja, wie mache ich denn das? Seil mit Haken. Ein Stock. Was haben wir hier noch? Da ist noch ein Sammelobjekt. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Gucken mal, ob wir hier was mit anfangen können. Das ist eine Heckenschere. Das ist ja wunderhübsch. Wie süß. I can't believe my eyes. I'm Hallenveer. And who are you? It's been a long time since anyone visited me. My name's Alice and this is my uncle. We're looking for a way to neutralize the guards at the dungeon, the one on the top of the island. That's interesting. I'd gladly help you. But for quite some time now, I can't get into my house. Some sort of strange power has settled in there, if you could imagine that.
What if we go and check? With all due respect, the two of us have a better chance of success. My niece possesses a far greater power than it may seem at first sight. That's very kind of you. Take this map. I spent a long time working on a secret passage to my hut. Mhm. Okay, alles klar, danke schön. So, wir gucken uns hier aber nochmal eben um. Geh mal weg. Ich brauche eine Karte. Ja, die haben wir doch, oder? Finde mit Hilfe der Karte den Weg durch den Sumpf. Ja, das war's schon. Ich brauche etwas mehr Licht. Ich habe leider kein Licht. Zu hoch. Hiermit vielleicht. Ah ja, okay. Sehr schön. Ich würde sagen, ich werde hier jetzt erstmal den Part beenden und hier schauen wir uns dann im nächsten um, logischerweise. Ich danke fürs Zusehen. Tschüssi.